Hi Leute. Moin. Was religiöse Fanatiker und Atheisten gemeinsam haben, dass sie im Grunde das gleiche glauben. Also Leute, die nicht an einen Gott glauben und Leute, die fanatisch an einen Gott glauben, glauben das exakt selbe. Wie heißt dein Dealer und was will der fürs Kilo? Religiöse Fanatiker und Atheisten sind genau das gleiche. Ist alles selbe. Ja, das hattest du, glaube ich, schon erwähnt. Es ist kein Unterschied zwischen einem Atheisten und einem religiösen Fanatiker. Oh, nagel mich hart und nenn mich Jesus. Kommst du endlich mal zum Punkt? Beide glauben etwas und haben einen Glaubenssatz, über was, wo sie nicht wissen. Beide können sich nicht eingestehen, dass sie keine Ahnung haben. Beide können sich nicht eingestehen, dass sie keinen blassen Schimmer haben und einfach nur Annahmen machen. Heiligs Blechle, bist du zugedröhnt. Okay, ich weiß, es hat für dich nicht viel Sinn, aber für die paar Leute, die das Video sich anschauen, eine kurze Erklärung. Atheisten und religiöse Menschen sind zwar insoweit gleich, dass sie beide eine Meinung über Gott haben, aber es ist etwa so, wie ein Kind auf einem Kettker mit einem gefährlichen Psychopathen zu vergleichen, der gerade mit einem Panzer durch die Kölner Innenstadt fährt. Es sind zwar im Grunde beides Leute auf einem Fahrzeug, aber du hörst das Ganze auch auf. Atheisten machen nur eine Aussage über sich selbst. Sie sagen, ich glaube nicht an Gott. Aus welchen Gründen das ist, wie hart sie nicht an Gott glauben, ob sie an irgendwas anderes glauben, das ist alles außen vor. Für 100 verschiedene Atheisten gibt es 100 verschiedene Arten von Atheismus. Orthodoxe Christen, um mal ein Beispiel zu nennen, sind eine organisierte Gruppe. Sie haben gewisse Vorstellungen, was, wie, wann, wo zu tun ist, sie haben ihre heiligen Figuren, sie haben dies, sie haben das, sie haben jenes. Das ist ein organisiertes, festgelegtes Moralsystem, das diese Menschen befolgen. Und dazu kommt noch, dass Atheisten nur eine Aussage über sich selber machen. Ich glaube nicht an Gott. Während bei Religion immer dahinter steht, es gibt ein omnipotentes Super-Ultra-Magierwesen, das irgendwo rumhängt und die Welt erschaffen hat. Und nein, da brauche ich keine Beweise, guck dir die Bäume an, die sind so toll, bip-di-bip-di-bü. Also kapiere ich nicht, wie du das beides auf eine Stufe stellen kannst. Okay, ich weiß es schon, du bist voll gekifft, aber ich weiß nicht, wie ein normaler Mensch das auf eine Stufe stellen könnte. Beide glauben. Die einen glauben, dass es Gott gibt, die anderen glauben, dass es keinen Gott gibt. Du hast hier einen kleinen, aber entscheidenden Fehler in deinem Syntax. Atheisten glauben nicht, dass es keinen Gott gibt, sondern Atheisten glauben nicht, dass es einen Gott gibt. Das mag jetzt zwar wie dasselbe klingen, aber es hat einen sehr großen Unterschied. Was du gesagt hast, es gibt keinen Gott, schließt die Möglichkeit aus, dass es einen Gott gibt. Während die Position, die normalerweise Atheisten einnehmen, ist, ich glaube nicht an Gott, was bedeutet, ich habe keine Beweise für Gott. Gib mir Beweise und ich kann ein Christ werden oder Moslem oder Pastafari oder was auch immer gerade heute für eine coole Religion angesetzt ist. Der Bacchus-Kult soll ganz cool sein, habe ich gehört. Beide glauben und haben nicht die Eier, sich einzugestehen, dass sie keinen blassen Schimmer haben. Dass sie keine Ahnung haben. Dass sie einfach nur glauben und Annahmen machen. Die einen machen die Annahme. Wenn du ein Skript brauchst, dann mach dir ein Skript. Das ist gefühlt das 10. Mal, dass du erwähnst, dass sowohl Atheisten als auch religiöse Fanatiker an irgendetwas glauben oder nicht glauben oder was auch immer. Du machst trotzdem keinen Sinn und hast keinen Inhalt. Beide sind noch nicht an den Punkt gekommen, sich einzugestehen, dass sie keinen blassen Schimmer haben, dass sie keine Ahnung haben. Doch, das Konzept des Nichtwissens nennt sich Agnostik, also A wie Nicht und Gnostik von Gnosis wie Wissen. Es gibt agnostische Christen und zu einem geringen Grad agnostische Muslime und vor allem agnostische Atheisten. Um es einmal wirklich extrem einfach zu erklären, Atheismus, also ohne Gott, ist eine Aussage über den eigenen Glauben. Agnosis, also Nichtwissen, ist eine Aussage über das eigene Wissen oder den Gedanken über das eigene Wissen oder wie man es nennen möchte. Es gibt agnostische Atheisten, die sagen, ich glaube nicht an Gott, aber ich weiß nicht, ob es ihn gibt oder nicht. Aber ich bleibe so lange ein Atheist, bis mir jemand die Beweise gibt, dass ein Gott existiert. Und es gibt gnostische Atheisten, die sagen, ich weiß zu 100%, es gibt keinen Gott. Das sind beide Positionen, die existieren. Was ist so schwer daran zu verstehen, dass... Ach ja, du bist ja voll gedröhnt.
ich weiß, dass ich nichts weiß, ist so ein banaler Satz, den 99% der Menschen nie erfahren haben. Und der Satz ist falsch. Zum einen in sich geschlossen, weil er ein Paradoxon darstellt, weil wenn ich nichts weiß, wie kann ich denn wissen, dass ich nichts weiß und bla bla bla. Aber vor allem, weil wir alle irgendetwas wissen. Du vielleicht nicht so viel wie andere Menschen, aber die meisten Menschen wissen, wie die Farbe Blau aussieht. Ich weiß, wie Regenbögen entstehen. Ich weiß, dass es wehtut, mit dem Kopf gegen den Türrahmen zu rennen, dass ich mich dabei ducken sollte, um nicht gegen den scheiß Türrahmen zu rennen, jedes verfickte Mal. Und ich weiß, dass ich jetzt anfangen werde, extrem heftig um dich herumzuschneiden, um deine ewig langen Sprechpausen und dein tausendfaches Wiederholen nicht ertragen zu müssen. Alle Kriege, die werden nur... Wir sind Glaubenskriege. Der eine glaubt, der hat recht, der andere glaubt, der hat recht. Beide haben nicht die Eier, sich einzugestehen, dass sie keine Ahnung haben. Also willst du behaupten, dass die meisten Kriege nichts mit Ressourcen oder Land oder anderen wirtschaftlichen Interessen zu tun haben, sondern rein auf Ideologie basieren? Ich glaube, dein Dealer hat was gestreckt. Es gibt auch ein schönes Buch, The Four Agreements. Diese vier Vereinbarungen, unglücklicher zu leben, keine Annahmen zu machen. Wenn du in deinem Leben keine Annahmen mehr machst, dann bist du wirklich einen Schritt weiter. Also man soll keine Annahmen machen. Das ist kein Sternchen bei mit keine unbegründeten Annahmen oder irgendwas, sondern keine Annahmen. Okay. Ich habe die Annahme, dass wenn ich einen Liter Benzin trinke, ich davon sterben werde. Das ist keine unbewiesene Annahme, sondern eine Annahme, die sich auf Biologie und Experimente stützt. Ich habe die Annahme, dass wenn ich morgen nackig zur Arbeit komme, mein Chef mich rauswerfen wird. Das ist keine grundlose Annahme, sondern eine Annahme, die sich auf den sozialen Vertrag stützt, den ich kenne. Nacktheit wird allgemein als etwas tabu und privat angesehen. Also ist das auf dem Arbeitsplatz nicht ganz so toll geeignet und ich sehe nicht ganz so super aus. Also diese Annahmen sind für mich vorteilhaft, weil ich weiß, ich sollte kein Benzin trinken, weil meine begründete Annahme ist, dass ich dadurch sterben werde. Und ich sollte nicht nackig zur Arbeit gehen, weil ich da wahrscheinlich erstens ausgelacht werde, zweitens die Leute wegrennen, sich die Augen auskratzen werden und drittens ich meinen Job verlieren würde und ich brauche meinen Job. Also heißt das, du hast eine undifferenzierte Kackmeinung und willst einfach alle Annahmen verbieten, weil dadurch bist du viel glücklicher, wenn du keinen Kopf machst um nichts und wer weiß denn schon, ob Feuer wirklich brennt. Fotze. Maria Mutter Gottes, was war das denn für ein Krampf? Ich bin nicht mehr wirklich sauer auf den Typen, ich bin einfach nur genervt. Genervt, weil ich ewig viel schneiden muss, weil der Typ zwischen Satzfragmenten teilweise 10 Sekunden einfach nur ruhig ist. Und zum anderen, weil sich 1000 Mal wiederholt hat, ohne dabei Inhalte zu haben. Und jetzt, was ich eigentlich von Anfang an kritisieren wollte. Atheisten sind genauso schlimm wie religiöse Fanatiker. Atheisten, die einfach nicht an einen Gott glauben, sind genauso schlimm wie Leute, die im Namen ihres Gottes andere umbringen. Zu fragen, merkst du noch was, ist so ein bisschen sinnlos gerade, weil du so zugedröhnt bist, du denkst, du bist auf der Venus. Aber kannst du, wenn du mal nicht high bist für die 2 Minuten nach dem Aufstehen, bevor du den ersten Joint gedreht hast, dir bitte überlegen, was du hier gesagt hast. Das Problem ist, Glaube ist kein Vakuum, wie du es einigermaßen festgestellt hast. Glaube führt zu Krieg und da hört deine Denkspanne so ein bisschen auf. Aber Glaube führt zu Aktion. Wenn ich nicht glaube, dass es einen magischen Sky Daddy gibt, der mich für alles verurteilt, was ich am Tag tue, dann führe ich mein Leben freier. Wenn ich denke, dass mein magischer Sky Daddy jeden bestrafen will, der ihm nicht folgt und ich das Instrument seiner heiligen Rache bin, werde ich andere Menschen damit schädigen. Also würde ich dich bitten, deine eigene Medizin zu schlucken und ich meine nicht die lustigen bunten Pillen, sondern deine Aussage. Du solltest keine Annahmen machen. In diesem Fall solltest du nicht die Annahme machen, dass Leute, die einfach nur ihr Leben leben wollen und dabei nicht in einen Gott glauben, auf derselben Stufe stehen wie gefährliche Psychopathen, die im Namen ihres Gottes ganze Gebäude und Tausende von Menschen umbringen wollen. Oh, und falls du einen Kommentar schreibst, sag mir den Namen von deinem Dealer. Ich wäre auch gerne auf der Venus.